Hallo, das fünfte Good News. Steht vor der Tür, ist ja doof, ich bin ja da drin gerade. Ah. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Good News. Heute mit einer Spezialausgabe. Es geht nur um Karneval, die fünfte Jahreszeit. Am 7. September ist im Opladener KD Historisches geschehen. Der erste rein weibliche Karnevalsverein Leverkusens, die Frau Lückcher, haben sich gegründet. Jetzt sind die Frauen mal dran. Herzlich willkommen in der Welt des Karnevals. Wir freuen uns sehr auf euch und auf euren weiblichen Power-Input. Man sagt ja immer, schwere Zeiten schweißen auch zusammen. Und das passiert gerade im Leverkusener Karneval. Da ist richtig Bewegung drin, man rückt zusammen und näher aneinander und man gibt sich wirklich große Mühe, um all das zu erhalten. Es gibt verschiedenste Spenden, Aufrufe und Events, bei denen der Karneval unterstützt werden kann. Und wer diese Bilder sieht des Spendenlaufs der KG Grün-Weiß-Schlebusch, der sieht, wie viel Power in der Begeisterung für unseren Karneval steckt. Und Runde Nummer 26 beendet. Nicht nur die KG Grün-Weiß-Schlebusch hat Spendenveranstaltungen organisiert, sondern eben auch der FLK. Wir unterstützen all diese Bemühungen von ganzem Herzen und wir rufen euch auch dazu auf, das zu tun, damit der Karneval in unserer Stadt nicht nur erhalten bleibt, sondern noch viel schöner und noch viel breiter die Menschen erreicht. Schaut nach auf unserer Internetseite. Wir haben eine Seite zum Thema, eine Unterseite komplett zum Thema Karneval. Wenn euch was auffällt, wenn ihr schöne Fotos habt, die wir einbinden können, wenn euch in den Texten etwas auffällt, wenn vielleicht da Personen oder Funktionen sich verändert haben, schreibt bitte an uns, an Hendrik Neubauer. Die Mailadresse kopieren wir euch hier unten rein. Ja, und für unsere Experten im Karnevalsuniversum, was heißt eigentlich Karneval? Und warum sagt man bei uns Alaaf und nicht Helau? Was soll das eigentlich und woher kommt das? Wenn ihr das wisst, schreibt es doch unten in die Kommentare. Da sind wir sehr gespannt. Und das war sie schon, unsere kurze, knappe und knackige Jacke-Ausgabe von Good News und wir sehen uns bald wieder. Eins muss ich noch sagen. Ihr wisst ja, ich kann nicht anders. Ich war bei beiden Spielen, sowohl Europapokal als auch beim Bundesligaspiel und Leverkusen hat 8 Tore geschossen, nur 1 kassiert. 8:1 wettbewerbsübergreifend. Also ich spüre, da ist was ganz Besonderes in dieser Saison los. Ja, auch wenn uns jetzt im Fußball im Moment Welten trennen, also den FC und uns, so sind wir doch mit den Kölnern auch im Karneval vereint, denn ihr wisst ja, ich würde zu Fuß nach Köln. So, jetzt verabschiede ich mich nochmal mit einem kräftigen... Nee, Leute, ist das nicht schön?